Jetzt Tag 2 in DC. Was heißt Tag 2? Wir sind gestern um Mitternacht hier angekommen circa. Haben wir unser Airbnb. They see me rolling. They hate him. Henke, wie tief kriegst du es ran? Oh ja, Bruder. Eni, wie kalt ist dein Wasser? Jam. Wir sind jetzt gerade in Pittsburgh. Gestern eine Nachtfahrt gehabt. Der und der haben einfach gepennt und ich bin gefahren. Ich habe 2 Stunden gefahren. Nein, das sind meine ersten 2 Stunden gefahren. Du bist 1:30 gefahren oder so? Ja, fast 2 Stunden. Ich bin 2,5 Stunden gefahren, wo ihr von 1 Stunde gepennt habt. Aber whatever. Nachtfahrt, jetzt sind wir in Pittsburgh. Es geht dann später nach Toronto weiter. Das ist nur ein kurzer Zwischenstopp, weil wir hier pennen mussten. Meistens wäre es eine 9 Stunden Fahrt. Aber mal schauen, was die City zu bieten hat. Wir gehen jetzt essen dann nachher und wir schauen uns ein bisschen ins Downtown an. Glaube ich. Let's go. Wie heißt das hier, Eni? Ich denke, Mulm ist schon wieder nicht das, was auf der Karte steht. Okay, das ist actually the most insane shit ever. Weil man hat hier einfach ein Gerät, womit man zahlen kann und dann kann man das so splitten, die Rechnung. Und ich kann einfach sagen, was ich gegessen habe, das wird automatisch das Trinkgeld mit angezeigt und alles. Und dann kriegst du die Rechnung, kannst du drucken und dann kriegst du die einfach hergebracht. Die Hunde gerade. Das ist absolut crazy. Wieso haben wir sowas nicht? Also ich dachte mir schon gestern, in DC wird es nicht mehr besser, aber das Wiener Mobil und dann einfach ein Hotdog auf dem Auto drauf, Alter, das ist halt der. Das ist halt der absolute Abfahrt. Was sagst du dazu, Henke? Ich will das fahren. Ich will das fahren? Ich will das lutschen. Ja, okay. Henke, kannst du kurz den Veni aus dem Schnitt erinnern, dass er da kurz seinen Twitch-Sub-Sound, wo Candy Wiener statt Veni sagt, reinlegen soll? Ja. Wiener? Wir fahren jetzt zu einem See. Was für ein See fahren wir jetzt? North Park Lake. Und Eni hat sich schon wieder verfahren. Ich habe das bisher kein einziges Mal auf Kamera, aber Eni hat sich jedes einzelne Mal, wenn er ins Auto gestiegen ist, verfahren. Das ist genau das gleiche, wie er jedes einzelne Mal jeden Tag Pizza gegessen hat und auch jedes einzelne Mal, wenn er was zu trinken hat, die Flasche fallen lassen. Das ist insane, was diesmal dabei abgeht. Eni, du kannst alles gut färben, oder? Ja, es ist alles true. Auch sein Handy. Pass auf. Sein Handy ist gestern einfach 10 Mal rausgefallen. Er ist nicht mal gelogen, 10 Mal komplett. Er hat gestern 10 Mal sein fucking Handy gedroppt. Ja, aber ich habe ein Loch in der Hose, deshalb. Und trotzdem steckt das immer wieder in die selbe Tasche. Ja, Pittsburgh war geil, by the way. Wir sind gerade in Buffalo angekommen und es sind überall Seifenblasen. What is going on? Ein Kind? Lass zurück. Ich schau nur, chill. Ja, wie gesagt, sind wir gerade in Buffalo angekommen und wir haben jetzt gerade auf der Herfahrt am Freeway einen, oder Highway, eins von beiden, egal, Autobahn halt, war halt einfach ein Autounfall, ca. 500 Meter vor uns. Und richtig heftiger, wie aus diesen ganzen Crash-Compilation-Videos. Ich habe davon nichts gefilmt, weil ich war selbst ein bisschen geschockt, aber wahrscheinlich nichts gegen die Fahrerin. Es ist niemandem was passiert zum Glück. Aber die ist halt von einem Truck abgedrängt worden, einmal quer über die Fahrbahn geflogen und dann ist sie 10 Mal überschlagen und ist von die Böschung auf der Seite bei der Autobahn. Das ist so krank, ja. Es war richtig krank, das zu sehen. Ich habe schon ein paar Mal Autounfälle gesehen, hinter mir, auch vor mir. Aber sowas Heftiges noch nicht bisher. Und für die beiden Jungs war es das erste Mal. Aber wie gesagt, es ist niemandem was passiert. Die ist einfach aus dem Auto geklettert und da ging es gut. Polizei ist gekommen. Wir waren kurz dafür fragen. Jetzt sind wir kurz in Buffalo und holen uns jetzt Wings. Bisschen essen schadet jetzt nicht. Und dann fahren wir nach Toronto mit dem Zwischenstopp noch bei den Niagara-Fällen. Ich weiß nicht, ob ich dort meine Drohne steigen lassen kann. Ihr habt wahrscheinlich jetzt ein paar Drohnenshots schon gesehen, wenn die was geworden sind. Von diesem See, den ihr unbedingt sehen wolltet, der by the way sau hässlich war, Eni. Danke für den See. Danke für den See. Der war einfach komplett braun und was weiß ich was. Löschlich, Eni. Ich dachte, da kommt ein richtig guter See, aber einfach voll für den Arsch. See. Ja, und jetzt gehen wir hier. Ist es das, Eni? Gabriel's Gate, das sollen angeblich die besten Wings in Buffalo sein. Naja, schauen wir mal. Alter. Was ist das?
Wir dachten uns so auf gut Glück, wir bestellen eine Portion zusammen, das reicht. Das reicht 10-mal für uns. Eni vorher, ich hab nicht so Hunger, lass eine Portion zum Teilnehmen. Auch Eni? Was ist falsch? Es war gut, das war geil. Das waren die besten Wings. Es waren echt die besten Wings, ne? Aber Henke, sein Mund brennt wie Feuer. Der BNB-Klo nachher wird lustig. Bruder, das ist geil. Aber in echt ist es halt viel schöner als auf der scheiß Kamera. Ja. Wir sind bei den Niagara-Fällen mit wahrscheinlich dem schönsten Sonnenuntergang, den wir bekommen werden. Ich habe es schon predicted. Und da vorne seht ihr schon den Dust. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Junge, es ist so windig hier und weil man spürt es schon richtig, ne? Es fühlt sich an wie ein Meer eigentlich, aber es ist kein Meer. Ich bin so gespannt gleich. What the fuck? Oh mein Gott! Oh mein Gott, you ready? You ready? Ich muss euch sagen, wie es ist, ich habe mich nicht getraut, die Drohne zu fliegen. Und das, obwohl es da so einen geilen Hintergrund gibt. Ich habe auch dann gefragt, man darf es eh nicht. Das ist ein Naturschutzgebiet und das verstehe ich auch, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand was gemacht hätte, wenn ich hier im Parkplatz die Drohne gestartet hätte und da die, keine Ahnung, 200 Meter vorgeflogen wäre über die Wasserfälle. Wind wäre eine andere Frage. Vielleicht wäre meine Drohne weg, aber den Einsatz wäre es mir überhaupt gewesen. Hätte ich mich vorher schlau gemacht, was die Strafe ist, ein paar tausend Euro hätte ich riskiert. Weil das sieht man nur einmal. Also wenn ihr mal irgendwann hier in der Nähe seid, in der Gardafälle, must see, macht es am besten beim Sonnenuntergang und im Sommer. Dann sieht es nämlich so aus. So ihr Spackos, ab nach Kanada! Ab, los geht's! Er ist offen. So Leute, seid ready, dass wir jetzt abgewiesen werden, die hauen uns jetzt raus. Kanada war mal französische Kolonie. Die Hälfte von Kanada spricht Französisch. Die Hälfte spricht noch immer Französisch. Ja? Ja. Uff, Alter. Das ist aber der kleinere Teil. Ganz kleiner Teil? Ja. Der kleinere Teil. Der kleinere Teil. Soll ich einfach filmen, wenn wir durchfahren, oder gab's da Handy uns direkt raus? Die hauen uns dann direkt raus. Du darfst nicht. Ja! Ah ja, gib mir eine eure Pässe hier. Was ist da? Ja, du musst alles jetzt geben. Was musst du? Ja, Pässe alle her. Ja! Ich fühle mich so, als wäre ich fucking Lehrer, der gerade den Schüler Trip macht, Alter. Sind wir bald da? Sind wir bald, oder? We in, boys! We made it! Okay, wohin fahren wir jetzt? Na, Toronto, du Spacko! Nein, wir fahren jetzt. Dann rechts! Nein, das ist Niagara. So, wir sind jetzt in Kanada tätig. Hey, wir müssen jetzt auf Ontario. Pock, Jungs! Er hat sich gemerkt! Wir Boys! Der Idiot! Stell dir vor, wir fahren so durch bei der Grenzkontrolle, dann aus dem Fenster noch so, lehnst du dich so raus und Henke guckst du auf die Seite raus. Tschüss, du Idiot! Fuck, Alter, das ist jetzt wieder kein Haar hier. Vollidiot! Metrisches System! Hey, du hast in der Mitte hast du eine KMH-Anzeige. Warte dich mal rechts an. Fucking Toronto sieht insane aus, die Parkgarage ist riesig. Wir sind im vierten Untergeschoss. Wir haben jetzt unseren Parkplatz gefunden und jetzt schauen wir uns die Wohnung an. Wir haben richtig sickes Airbnb, wir haben hier richtig gegönnt. Wir haben bei den Pittsburgh, Washington und Detroit Airbnb richtig reingeschissen. Das sind so $80 die Nacht.
Und da haben wir jetzt richtig reingehauen. Das ist jetzt 600, glaube ich, für eine kleine Stunde. Ja. Let's go. Wo ist der Aufzug? Wo ist der Aufzug? Wo ist der Aufzug? Wir brauchen die Karte dafür. Wir brauchen diese Karte dafür, dieses Smart Access Ding. Oh, never mind. Es ist einfach offen. Enke, freust du dich schon? Ja. Weißt du, in wie vielen Stock wir sind? Nee. 64. Wait, what? 64. Stock und viele andere Ding. Keine Ahnung. Hoffentlich 64. Und wir sind in Toronto. Es ist übelst das Jet-Set. Oh, fick dich, Ine. Wir sind in Toronto. Es ist übelst das Jet-Set alive, Alter. Es kommt mir irgendwie so, als wenn wir von City zu City fahren. Das machen wir auch so. Ja, irgendwie Roadtrip, by the way. Aber es ist richtig crazy. So, der Vlog wird so aufgebaut sein, yo. Wir sind hier und jetzt, oder? Na, wahrscheinlich 67 Schockwell gemacht, oder? Ja. Ja. Started from the bottom, now we're here. So, das ist unser Airbnb, by the way. Wollte mal kurz den Dicken markieren. Da schlafe ich übrigens, just saying. Obwohl, actually, ich schlafe da. Ich schlafe actually da. Schon wieder View. Halt deine Gosche. Oh mein. Oh mein Gott! Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Holy shit! Dude! Du! Alter. Was ist das? Is this? Scheiße! Aber das ist die Endtower direkt vor uns. So Jungs, wir sehen uns, wir wandern aus. Ich wollte es noch nicht sagen, Madeira ist out. Ab nach Toronto, Jungs! Wie die Info! Das ist krank! Ich habe nicht gedacht, dass es so ausschaut. Alter Schwede! Das ist übertrieben alles so für 500 irgendwas Euro? Für 3 Nächte. 2 Nächte. Mann. Achso, 2 Nächte. Ja, Nächte. Scheiße, das ist alles. Pro Nacht 100 Euro, Alter. Mal der Aufzug da in den Turm. Oh mein Gott, Alter. Alles für den Shop, Bro. Shoot it.